Hallo und willkommen zum heutigen Reparaturvideo. Da ich ja bekanntlich der Meister des Reparierens bin und ja quasi alles, was ich jemals auseinanderschraube, danach wieder funktioniert, das war's mit dem Teil. Es funktioniert nicht mehr. Hat mich ein Kollege gefragt, ob ich ihm sein Honor 8 reparieren kann, / ob ich den Akku tauschen kann, weil der Akku kaputt ist. Da das Handy an sich ja auch schon quasi komplett zermanschgert und kaputt ist, habe ich jetzt wenig Bedenken, dass ich da irgendwie noch mehr kaputt machen kann, wie eh schon kaputt ist. Also fangen wir mal an. Er hat quasi bei kaputt.de einen neuen Akku bestellt mit ein bisschen Werkzeug dabei. Also eine ganze Handvoll Schraubenzieher, so Gitarrenpleck drin und so ein Saugnapf und so Aufhebelwerkzeuge. Was ganz wichtig ist, man hat so einen neuen Aufkleber dabei, weil die Rückseite ist geklebt, die muss man danach wieder neu kleben. Ich werde das Ganze mit dem iFixit-Set auseinanderschrauben. Ich werde auch die Anleitung von iFixit verfolgen, weil ich das angenehmer finde, das bebildert Schritt für Schritt mir anzugucken und nicht ein Video anzuschauen. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Anfangen muss man damit, dass man die Rückseite mit 200 Grad so ein paar Minuten lang erhitzt, damit der Kleber weich wird, damit wir die Rückseite runterkriegen. Dazu habe ich hier meine Ersa Icon Vario 2 stehen. Da kann ich nämlich 200 Grad schön bequem einstellen. Und dann habe ich hier meinen Heißluftföhn und mit dem legen wir jetzt dann einfach mal los.